dass Terrorismus nichts mit dem Islam zu tun hat. Ich habe über dieses Thema einen Vortrag gemacht, Islam und Terrorismus, wo ich explizit die Argumente derjenigen, die Terror im Namen des Islam befürworten, widerlegt habe. Weil es ist klar, jemand, der einmal diese Glaubenslehre oder diese Methode für richtig empfindet, dem muss ich diese Methode widerlegen. Da kann ich einfach sagen, wir sind dagegen. Dem muss ich es widerlegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen einzigen Vortrag gesehen von irgendeinem Muslim, wo das explizit widerlegt wurde. So wie das in diesem Vortrag gemacht wird. Außer von einem Zakir Naik, der hat das auch gemacht. Aber jedenfalls, was müsste jetzt normalerweise der Nicht-Muslim sagen? Der Nicht-Muslim müsste doch jetzt sagen, ja, boah, super, ein Muslim hat Terrorismus im Namen des Islam widerlegt. Ist doch super, das ist ja ganz toll. Ich will keinen Terrorismus, ich will nicht in die Luft fliegen, ich habe Angst vor dem muslimischen Terrorismus. Dann verteilen wir diesen Vortrag jetzt, ist doch eine super Sache. Der müsste sich doch freuen, oder? Jeder wird sagen, ja klar. So, was machen diese Leute im Internet bei PI? Was machen die? Was machen die? Die widerlegen den Vortrag. Die widerlegen den. Die sagen, nee, stimmt gar nicht, das ist eine Lüge. Und deswegen, nee, das ist so und so und hin und her. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir das vorstellen? Da frage ich mich, wollen die Leute, dass eine Bombe hochgeht oder wollen die, dass keine hochgeht? Ich sage dir, die wollen, dass eine Bombe hochgeht, damit sie die Muslime hier platt machen können in diesem Land. Das ist ein ganz klarer Fall. Sonst hätten sie gesagt, boah, super, Pierre Vogel hat einen Vortrag gemacht gegen Terrorismus, den müssen wir verbreiten. Wir haben doch angeblich Angst vor Terrorismus. Da müssen wir den unter den Muslimen verbreiten, damit die Muslime vom Terrorismus Abstand nehmen. Ja, wäre doch eigentlich die logischste Erklärung. Aber was machen die, die widerlegen den? Warum? Das ist eine Taktik von den Methoden von Adolf Hitler. Nie etwas Positives über den Gegner erzählen. Genau dasselbe Ehrenmord, da haben wir sowieso schon, weiß ich nicht, oft drüber gesprochen. Wer hat alles schon Vorträge von mir im Internet gesehen? Ihr? Okay, Hände bitte oben lassen, Hände oben lassen. So, wer davon nicht gehört hat, dass ich gegen Ehrenmord geredet habe, bitte die Hände runternehmen. Bleiben fast alle oben, Alhamdulillah. Bleiben fast alle Hände oben. Ihr könnt wieder runternehmen. Das wollte ich schon mal kurz gesagt haben. Normalerweise, die ganzen Frauenrechtlerinnen, die müssten sich doch freuen, wenn ein Muslim kommt und dagegen redet. Nee, was machen die? Die machen eine Demonstration gegen mich in Tübingen. Heuchler! Heuchler! Zwangsheirat! Haben auch die meisten garantiert hier genauso gehört, dass ich dagegen gesprochen habe. Was machen die Frauenrechtler? Die machen eine Demonstration gegen mich. Was wollen die? Wollen die, dass ich sage, Islam ist verkehrt? Wollen die sagen, dass ich sage, nee, wir nehmen den Islam auf? Das werdet ihr niemals hören. Inshallah. Ganz einfach. Ganz einfach. Wir gehen keinen Millimeter zurück. Keinen Millimeter. Aber das brauchen wir auch gar nicht. Weil der Islam, so wie wir das verstehen, nichts Unvernünftiges lernt. Und ich rufe hier heute nochmal jeden auf, sich friedlich in diesem Land zu verhalten. Denn wir müssen dieses Licht vernünftig nach vorne bringen und vernünftig zeigen und präsentieren. Jetzt, was machen diese Leute? Ich habe gerade eben gesagt, normalerweise, sie tun doch immer so wie, ja, die bösen Ehrenmörder bei den Muslimen. Hat das was mit Islam zu tun? Schau dir doch mal die Aktion in Berlin an. Das ist doch von der Presse so, da wird doch von der Presse so dargestellt, als wenn diese Leute die Schwester umgebracht hätten, weil sie so strenge Muslime sind. Subhanallah, der Typ ist ein Kiffer, der ist ein Drogendealer, der hat eine Freundin und die ganze Tat ist nur rausgekommen, weil seine Freundin ihn verraten hat. Betet nicht,
Also der betet nicht. Der hat eine Freundin, was im Islam verboten ist. Der ist Drogendealer, was im Islam verboten ist. Aber wo er seine Schwester, also der ist streng unislamisch, aber wo er seine Schwester umgebracht hat, da war er streng islamisch. Hier ist doch, läuft da irgendwas schief. Und das gehört mit zu der Hetzkampagne in den Medien. Und die stellen wir genauso an den Pranger. Ihr wollt uns nicht zu Wort kommen lassen. Interessiert mich nicht. Jetzt gehen wir von Stadt zu Stadt, da kommen wir zu Wort. Schönen Dank. Bis ihr anfangt, vernünftig zu werden. Ganz einfach. Man will uns nicht hören lassen. Alhamdulillah, hier in die Stadt kommen wir sowieso nochmal wieder, bis wir vom Rathaus stehen. Inshallah, damit wir mehr Leute erreichen. Inshallah. Nächsten Monat, ich werde jetzt nächste Woche in ein arabisches Land fahren. Da werde ich sowieso die ganzen Medien versuchen, darüber zu informieren, was hier abgegangen ist, bis die Seiten geschlossen werden. Ja, ganz klar. Und danach, nach 3 Wochen, komme ich inshallah, wenn man mich nicht zwischendurch umgebracht hat, komme ich dann wieder hier hin, inshallah. Das heißt, falls ihr hören solltet, mir ist ein Unfall passiert oder so, dann wisst ihr Bescheid. Wollte ich nur kurz gesagt haben. Ne? So. Aber das wollte ich nur mal für einige Leute sagen, die denken, sie könnten uns einschüchtern. Ich habe in Berlin etwas gesagt. Ich habe in Berlin gesagt, es gibt hier viele Feiglinge unter den Muslimen, die sich am Verkriechen sind. Werde ich gleich illustrieren. Und da habe ich gesagt, aber ich stehe hier und mich kann keiner einschüchtern. Das war ein großer Fehler gewesen, weil ich habe da etwas falsch gemacht. Nicht ich stehe hier. Wir stehen hier und uns kann keiner einschüchtern. Das ist die Botschaft. Und wir machen so lange weiter, bis wir das Recht bekommen. Und darauf, da kann man schon die Uhr nachstellen. Was wollen sie machen? Wovor haben einige Leute Angst? Wenn wir von den Straßen weggehen, gehen wir von Haus zu Haus. Wenn man uns die Hallen wegnimmt, da hat man schon die Hallenbesitzer eingeschüchtert, wie hier in Ratingen, ja? Dann machen wir eine andere Halle oder gar keine Halle mehr. Man hat uns sowieso versucht, die Hallen zu verbieten, indem man ganz von oben versucht, die Hallenbesitzer einzuschüchtern. Das heißt für mich, in Deutschland will man nicht hören, dass die Muslime gegen Terror, gegen Ehrenmord, gegen Zwangsheirat und andere Dinge sind. Ganz klar. Genau dasselbe mit den Moscheen. Wir kommen in eine Moschee, dann wird dort hingegangen, dann wird den Moscheevorständen erstmal Angst gemacht. Ja, wollt ihr wirklich einladen und hin und her? Das ist uns egal, wir machen weiter, wir gehen auf die Straße, wir gehen von Haus zu Haus. Wenn wir eingesperrt werden, machen wir im Knast weiter. Und wenn wir umgebracht werden, ja, dann ist es so. Alhamdulillah, Shahada, inshallah. Was soll das Problem sein? Inshallah, möge Allah uns Standhaftigkeit geben. Ist schon blöd, ne? Wenn man einen noch nicht mal mit dem Tod einschüchtern kann, oder? Alhamdulillah, jetzt fängt an zu regnen, hoffentlich kommt gleich noch ein Erdbeben, damit wir zeigen können, wie standhaft wir sind. Amin. So.